Nehmen wir an, dass diese Meinung richtig wäre, dann fragen wir, was ist Madhab, pass auf, was ist Madhab von Ja'far al-Sadiq? Was ist der Madhab? Er hat kein Madhab. Was ist Madhab von Al-Baqir? Er hat auch kein Madhab. Was ist Madhab von Abu Hanifa? Er hat auch kein Madhab. Was ist Madhab von Shafi'i? Er hat nicht. Malik? Auch nicht. Okay, der Lehrer von Malik, Al-Zuhri. Nicht. Der Lehrer von Al-Shafi'i, Waqi'. Auch nicht. Subhanallah. Diese alle haben Sünde begangen. Wo steht bei uns im Koran oder in der Sunna vom Propheten, dass wir einem Madhab folgen müssen? Pass auf. Ich erkläre euch etwas, damit ihr unterscheidet zwischen zwei Themen. Dass du eine Ansicht vertrittst in Themen der Religion. Du musst eine Ansicht vertreten in vielen Sachen. Aber du musst kein Madhab haben. Was bedeutet Madhab? Dass man sich ja sagt, ja, bei Ahnaf ist so, bei Malikiya ist so. Ohne Beweis, ohne Regel, ohne Beweis. Und wenn das auch gegen den Beweis ist, musst du nehmen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns damit nicht befohlen. Aber dass man sagt, okay, wenn man nicht weiß, was sollte man tun? Ja, du nimmst von den großen Gelehrten, denen du vertraust, kein Problem. Aber du darfst nicht die Leute beschränken und sagen, wenn man kein Madhab hat, dann begeht man Sünde. So hast du alle Leute vor den Madhab. Übrigens, die Leute denken, die Madhab sind 5 oder 6 oder 7. Barakallahu fikum, die Madhab sind sehr viel. Was ist ein Madhab? Das ist die Aussage, die ein Gelehrter oder Ansicht, Meinung, der die Gelehrten vertreten haben. Und weil zum Beispiel 20 oder 30 Gelehrten zusammenkamen und die haben etwas vertreten und dann haben sie dafür Regel gemacht, dann haben sie gesagt Madhab. Aber wisst ihr, und das ist interessant für viele, wisst ihr, Barakallahu fikum, sagt Mlachin, dass die Ansichten von den Leuten heute, die behaupten, die folgen Madhab, die sind nicht die Ansichten von dem Gründer von Madhab nach ihrer Meinung. Das heißt, Madhab Malik zum Beispiel, Malik, die Aussagen von Malikiya, die Ansichten, die sind nicht von Malik. Und die Ansichten von Schafi'i, die sind nicht von Schafi'i. Abu Hanifa, seine zwei Schüler, die haben ihm, Barakallahu fikum, in 2/3 seine Aussagen widersprochen. Wo bleibt denn der Madhab? Deshalb, Barakallahu fikum, man sollte lernen, wir Muslime, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Na'am, das wird gehorcht Allah, gehorcht den Propheten und den Leuten, die ihre Sache in euren Händen haben. Eure Sache in euren Händen. Und das sind zwei. Das sind die Ulama, die Gelehrten, und Umara, das sind die Führer. Aber alles ist unter Beweis von Koran und authentischen Sunna. Was denkst du, lieber Muslim? Wenn ich dir sage, Allah sagt, du sagst mir, mein Sheikh sagt, er sagt dir, der Prophet sagt, du sagst mir, mein Sheikh sagt. Er sagt dir, die Sahaba, die Gefährten vom Propheten, sie haben Konsens in einer Sache. Oder die haben etwas gemacht. Du sagst mir, aber in Madhab ist anders. Dann, was machst du hier? Du sagst mir, Koran und Sunna brauchen wir nicht, sondern wir brauchen die Ansicht oder die Meinung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Deshalb, das ist gefährlich, was man hier, barakallahu fikum, sagt. Dass man sagt, ohne Madhab begeht man Sünde. Man könnte sagen, ich sage selber, fragst du mich, kann man Madhab haben? Ja, kein Problem. Aber du darfst nicht fanatisch sein. Und wenn du auch Madhab nimmst, dann musst du Belege suchen und wissen, warum die Leute von Madhab etwas gesagt haben. Das heißt, wenn das genügt nicht, dass jemand behauptet, ja, in meinem Madhab ist so. Ja, okay, macht derjenige von Madhab Fehler oder nicht? Gibt es jemanden von uns, der fehlerfrei ist? Außer der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Religion? Es gibt niemanden.
Wenn du behauptest, fehlerfrei, dann sagen wir dir, hol mal deinen Beweis bitte, dass du fehlerfrei bist. Es gibt keinen, niemand ist fehlerfrei in der Religion, außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alle anderen machen Fehler, außer wenn das Konsens ist. Konsens, Übereinstimmung, Ijma', das ist was anderes. Deshalb, barakallahu fikum, vorsichtig sein bei solchen Themen, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren.